7 und die 5 Einzelbilder vom Pentagon. Aus Hollywood, Jimmy Kimmel Live. Mein erster Gast heute Abend ist nicht nur Teil der weltbekannten Schauspielerfamilie Sheen, sondern auch das Genie hinter dem lukrativen Afro-Sheen-Imperium. Man kennt ihn aus Filmen wie Platoon und Wall Street und er ist jede Woche zu sehen in der Serie 2½ Männer. Heute läuft außerdem der Film Scary Movie 4 an, in dem er mitspielt. Bitte heißen Sie willkommen den unzerstörbaren Charlie Sheen. Fröhliche Fast-Ostern. Dir auch. Du machtest einige interessante Aussagen. Du warst bei einer Radioshow zu Gast und redetest über 9/11. Und ist es eine Theorie oder glaubst du einfach nicht der Erklärung der Regierung darüber, was an 9/11 geschah? Ich hatte Fragen, eine Menge Fragen. Ich entschloss mich, diese Fragen in der Alex Jones Radioshow öffentlich zu stellen, denn ich verfolge seine Arbeit seit vielen Jahren. Ich wurde angegriffen. Es gab eine Menge Verrisse. Ja, die Leute werden sehr wütend, wenn Prominente eine Meinung haben. Ich weiß. Er ist nicht qualifiziert. Wer zur Hölle ist er, dass er eine Meinung äußert über etwas so Schreckliches? Es war traurig, denn sie sahen sich nichts von den Dingen an, auf die ich sie hingewiesen hatte. Die ganzen Beweise, die zu meinen Fragen geführt hatten. Sie sagten, ich wäre nur ein weiterer durchgeknallter Hollywood-Clown. Ich bin der Überzeugung, dass ich die einzigen notwendigen Voraussetzungen hatte. Ich bin ein steuernzahlender Amerikaner, der sein Land liebt. Es ist etwas, worüber du nachdenkst und worüber du mehr wissen willst. Hast du die Bänder studiert, oder? Ich habe eine Menge Nachforschungen betrieben. Nicht nur ich, die ganzen Leute, die das vor mir gemacht haben. Die Experten, die Ingenieure, die Physiker, die Wissenschaftler und Professoren, die diese Themen behandelt haben. Ich habe mir deren Nachforschungen angesehen und gesagt, ja, so viele Aspekte der offiziellen Version halten nicht stand. Deshalb entstanden diese Fragen. Zwei Bereiche, WTC 7 und die 5 Einzelbilder vom Pentagon. Betreiben Sie Ihre eigenen Nachforschungen. Was ist mit den Zeiten in diesem Land passiert, in denen wir ein verfassungsmäßiges und gottgegebenes Recht hatten, neugierig zu sein über Dinge, die keinen Sinn ergeben? Viele Kabel-TV-Sendungen brauchen Themen, über die sie sich aufregen können. Über dich können sie eine ganze Woche lang schreien. Außerdem, da dein Vater ja der Präsident ist, fällt der Fokus auf dich. Ich hätte mich mit ihm absprechen sollen, bevor ich an die Öffentlichkeit ging. Wochen nach Sheens Auftritt im landesweiten Fernsehen veröffentlichte die Bundesregierung zwei neue Videos vom Pentagon-Anschlag, die fast identisch sind mit den vor 4 Jahren veröffentlichten Einzelbildern. Wir müssen uns die Frage stellen, wie das Pentagon angegriffen werden konnte, das im Prinzip bestbewachteste Gebäude der Welt. Wir müssen die Einzelbilder eines Überwachungskamerabandes von diesem Tag betrachten. Angeblich krachte ein Passagierflugzeug in die Seite des Pentagons, aber auf den Bildern sieht es eher nach einer Lenkrakete aus. Die Establishment-Medien waren hoch erfreut, als wenn die neuen Bänder ihre Behauptungen schlüssig beweisen würden. Die andere Top-Story heute Abend. Das Pentagon veröffentlicht das erste Video, das den Crash von American Airlines Flug 77 ins Pentagon-Gebäude an 9/11 zeigt. Die Frage, beweist dies ein für alle Mal, dass dieses Flugzeug dort abgestürzt war? Ich dachte, dass es eigentlich nie in Frage gestellt werden würde. Manche Leute stellen diese Frage und ich denke, dass diese Frage jetzt ein für alle Mal beantwortet ist. Seit den ersten paar Tagen nach 9/11 hat sich die Establishment-Presse nur auf die Pentagon-Kontroverse konzentriert und ignorierte hunderte von Beweisen und wichtigen Fragen. Wir müssen uns fragen, warum? Als wäre es genauso geplant gewesen. Die neuen Pentagon-Videos werden die Debatten anheizen. Kein Passagierflugzeug ist auf den Bändern zu erkennen. Die Massenmedien werden sich sehr gerne endlos auf das Pentagon konzentrieren, aber sie werden das Thema WTC 7 nicht anrühren. Unglaublich. Unglaublich ist das richtige Wort. Zum dritten Mal heute.
Es erinnert an die Bilder, die wir schon so oft im Fernsehen gesehen haben, wenn ein Gebäude durch gut platziertes Dynamit zum Einsturz gebracht wird. Wir haben den Besitzer des World Trade Centers auf Video, wie er zugibt, die Sprengung von BTC 7 am Nachmittag von 9/11 angeordnet zu haben. Ich sagte, wir hatten einen so schrecklichen Verlust von Menschenleben. Vielleicht wäre das Klügste, es zu ziehen. Und sie trafen die Entscheidung, zu ziehen, und wir sahen zu, wie das Gebäude in sich zusammenfiel. "9/11 war nur eine Schlacht in einem andauernden Krieg gegen die freien Menschen der Welt. Es war ein Teil ihres Terrorsturms. Kriegsplaner des Pentagons geben inzwischen öffentlich zu, dass 90% ihrer Schlachtpläne psychologische anstelle von physischen Operationen sind. Der Informationskrieg hat den Platz eingenommen von Flugzeugträgern, Kampfjets und Abrams-Panzern. Und Sie, die Bevölkerung des Planeten, sind das Ziel. Moderne Kriegsführung dient dazu, dass die Bürger ihre eigene Versklavung lieben. Die Elite führt einen Krieg gegen die Menschen. Edward L. Bernays wird von vielen als der Vater der modernen PR angesehen. Er wurde im österreichischen Wien geboren und war der Neffe von Sigmund Freud. Bernays leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet der Psychologie und weiteren Sozialwissenschaften, um Überzeugungskampagnen zu entwerfen. Er veröffentlichte mehrere Bücher, die noch heute auf der ganzen Welt in Universitäten benutzt werden. Auf Seite 71 seines Buches Propaganda heißt es: "Wenn wir die Funktionsweise und die Motive des Gruppengeistes verstehen, ist es dann nicht möglich, die Massen zu kontrollieren und sie gemäß unserem Willen zu befehligen, ohne dass sie sich dessen bewusst werden?" Bernays schrieb das Standardwerk für moderne Propaganda. Zu seinen Kunden zählten unter anderem Procter & Gamble, CBS TV, die United Fruit Company, American Tobacco Company, General Electric und Dodge Motors. Er war außerdem der Anführer der landesweiten Kampagne zur Fluoridisierung des amerikanischen Trinkwassers durch das Gesundheitsamt. Er wurde von mehreren US-Präsidenten und der US-Armee für Propagandakampagnen angeheuert. Ein weiteres Zitat aus seinem Buch Propaganda: "Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Jene, die diesen unsichtbaren Mechanismus der Gesellschaft manipulieren, stellen eine unsichtbare Regierung dar, welche die wirklich herrschende Macht unserer Regierung ist. Wir werden regiert, unsere Geister geformt, unsere Geschmäcker gebildet und unsere Ideen eingeflüstert, zum größten Teil von Männern, von denen wir noch nie gehört haben." Der Nazi-Propagandaminister Josef Goebbels hat Bernays an vielen Gelegenheiten gepriesen und sagte, dass die Nazis mit Bernays Arbeit die Kontrolle über das Reich erlangt hatten. Edward Bernays entwickelte die Propaganda um Lichtjahre weiter. Mehr als 60 Jahre nach dem Höhepunkt seiner Berühmtheit ist die Wissenschaft der Bewusstseinskontrolle tausendmal ausgereifter, als es sich selbst Bernays ausgemalt hatte. Seit Beginn der Menschheit versuchten Tyrannen, den Stamm zu dominieren. Die Menschheitsgeschichte ist ein einziger Kampf zwischen dem unabhängigen freien Menschen und den organisierten Verbrechersyndikaten, die ihn versklaven wollen. Brachiale Gewalt wurde durch Einschüchterung und Propaganda ersetzt. Wir werden dazu manipuliert, uns selbst zu versklaven. Uns wird vorgetäuscht, dass das Establishment unser liebevoller Beschützer ist und nicht unser parasitärer Meister. Die Architekten der neuen Weltordnung sind eine Gruppe raubtierhafter Kontrollfreaks, die die Menschheit versklavt haben und verzweifelt versuchen, die Kontrolle über ihre Herde zu behalten. Die Elite sieht sich bedroht durch freie, unabhängige Menschen, die ihr Schicksal selbst bestimmen. Die Elite sieht sich bedroht durch Schönheit, Intelligenz, Ehre, die Familie. Die Elite will das Schicksal der Menschheit in eine Richtung steuern, die ihr Machtmonopol auf ewig sichern wird. Sie ist sadistisch und arrogant. Für sie hat menschliches Leben keinen Wert, nur Macht und Machterhalt. Die ganze Welt soll ein Gefängnisplanet werden. Ein Kontrollnetz für die freie Menschheit, in dem kein Widerspruch geduldet wird.
Sobald man erkennt, dass das Establishment uns auslacht, kann man die